der anderen Stelle bin ich 85, 84. Italiener muss jetzt auch rüber. Natürlich. Komm rüber. Ich lasse extra noch Abstand, damit er rüber kann. Ich weiß ja nicht, wo er hin will. Ah ja, hier sind wir offen, auch nicht schlecht. Guck mal, schau, der Abfalllaster, der vorhin noch überholt hat, schleicht jetzt vor mir rum.
wird sich auch nicht von allein. Ist nicht mein Problem. Die Mühle ist fertig. Motormäßig ist es noch in Ordnung. Bisschen lahmarschig bergauf, aber geht noch. Aber im Groben und Ganzen, die Karre ist fertig. 4 Jahre alt soll die Karre sein. 4 Jahre, das glaube ich nicht. Halbe Million Kilometer drauf. Glaube ich nicht. In 4 Jahren eine halbe Million, das glaube ich nicht. Das muss ich um einen Schatz handeln. Durchschnitt, sagen wir 400 Kilometer.
400 ist gut, 400 ist schön, passt. Obwohl wir auch 600 Kilometer manchmal haben. 100.000. Brauche ich nicht, gar kein Testbrett mehr für. Hallo. Jetzt wenn man auch wissen, wie viele Feiertage es gibt. Sonntag und Samstag. Obwohl Samstag mit eingerechnet. 6 Tage die Woche. Abzüglich Feiertage, Ostern, Weihnachten, Geburtstag, obwohl Geburtstag nicht. Ja, da müsst ihr euch dann gewöhnen, wenn ihr am Geburtstag fahren müsst. Das ist doch mal so. Ihr meint ja vielleicht, da kriegt ihr frei. Nee, nee. Es sei denn, ihr fahrt im Nahverkehr und habt einen Aushilfsfahrer. Vielleicht, eventuell. Ja. Aber wegen dem Geburtstag? Nee. Ist nicht. Deine Mutti hat Geburtstag am Mittwoch. Oh, das tut mir aber leid. Musst du anrufen. Du bist gerade irgendwo in der Walachei, am Arsch der Welt, musst du anrufen. Tja, du hast den Beruf gewählt. Du musst damit leben. Mit deinem Kumpel zwar unter der Woche ein Saufen gehen, ist nicht. Sitzt hier im LKW, machst eine 9 oder 11 Stunden Pause, dann geht's weiter zum nächsten Kunden. Ob das irgendjemand interessiert? Nö. Hat jemand Mitleid mit dir? Nö. Warum denn? Hast du überholt? Ziemlich lahmarschig. Muss man rauskämmen.